Hallo, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Divine Design Manifestation. Wir beschäftigen uns damit, wer wir sein müssen, so dass wir alles, was wir wollen, manifestieren, automatisch über unser Bewusstsein, über unseren Seinszustand. Gesundheit, finanzielle Freiheit, Partnerschaft, Liebe, alles ist in uns. Und wir müssen es rauslassen. Wir müssen uns bewusst sein, wer wir wirklich sind in unserem fehlerfreien Design, in unserem göttlichen Design, in unserer Perfektion. Das erfordert von uns ein bedingungsloses Denken. Nur das, was wir wirklich wollen, hat Platz in unseren Gedanken, hat Platz in unseren Gefühlen, hat Platz in unserer Schwingung. Es gibt keine Trennung. Alles ist schon da. Es gibt lediglich Realitäten auszuwählen und in diesen Realitäten sich zu befinden mit seinem Bewusstsein, und zwar unabhängig davon, was ich im Außen sehe. Das war eine kurze Zusammenfassung, um was es wirklich geht. Es ist ein schwieriges Unterfangen, weil wir so viele Dinge in unserem Kopf gespeichert haben, in unseren Überzeugungen, in unseren Denkweisen, in unseren Ansichten, die uns immer wieder eine Trennung von dem suggerieren, was wir eigentlich haben möchten, was uns eigentlich zusteht, was uns eigentlich wert, was wir wert sind. Wir sind alles wert. Die Welt lebt in uns und entsteht aus uns heraus. Und alles, was krank macht, sind Lügen, die wir noch glauben. Verlogene Überzeugungen, Bedingungen vor allem in diesem Fall, die wir an uns legen, die wir denken, die wir, aus denen wir herausdenken, so dass wir getrennt sind von unserem gesunden Zustand. Und ich möchte mich heute auf ein E-Mail beziehen, das mir jemand geschickt hat. Sie ist auf der Suche nach Heilung mit Hilfe von Dr. Joe Dispenza und hat einen Retreat be besucht und schreibt mir Folgendes. Und das möchte ich hier erläutern für alle, die hier noch auf dem falschen Dampfer sind, was Heilung, körperliche Heilung betrifft. Sie schreibt: Ich habe einige Videos bezüglich Dr. Joe Dispenza von dir angesehen. Darf ich dir eine Frage stellen? Wenn man einen Week-long Retreat, wenn man nach einem Week-long Retreat keine Dispenza-Flu bekommt, heißt das dann praktisch, dass der Körper kein Update bekommen hat? Bei mir ist das nämlich so und ich denke jetzt darüber nach. Vielleicht konnte ich mich einfach nicht ganz mit dem Feld verbinden. Diese Dame hat leider noch nicht verstanden, worum es geht. Für die, die nicht wissen, was Dispenza Flu ist, das ist für manche, die werden nach so einem Retreat krank. Die kriegen eine Flu, also eine Influenza, eine Fieberschübe oder es wird ihnen schlecht. Und das passiert oft, wenn wir einen krassen Bewusstseinsshift erleben. Bewusstseinsshift, ja. Meinen Klientinnen ist es auch schon passiert. Da wird gekotzt, da wird geanderst, da geht es wirklich mal kurz schlecht, weil der Körper eine Reaktion hat, ein Ausscheiden, eine Erleichterung von dem ganzen mentalen Bullshit erlebt. Und was diese Schreiberin hier falsch annimmt, ist, dass sie sich nicht ganz mit dem Feld verbinden konnte. Was ist denn das Feld? Das Feld ist die Wahrheit, das ist das Divine Design, das ist das wahrhaftige, fehlerfreie Design. Und wann kannst du dich verbinden? Es geht hier nicht um eine Verbindung. Es geht hier darum,
einen Seinszustand einzunehmen. Und das ist dieses verdammte Krux, die hier fehlerhaft verstanden wird, insbesondere wenn man Dr. Joe Dispenza übersetzt bekommt, auf Deutsch versucht zu verstehen und nicht die Hintergründe, nicht die Basics hat, was es heißt, was ist das Feld? Das Feld ist das göttliche Bewusstsein. Dieses Feld, mein Dr. Joe Dispenza. Und ich kann mich nicht mit dem göttlichen Bewusstsein verbinden, wenn ich noch in einem Bewusstsein bin, wo ich krank bin, wo ich nicht gut genug bin, wo ich Bedingungen lebe, wo ich Bedingungen erfüllen muss. Wie diese Schreiberin hier auch noch sagt, sie glaubt, sie muss sich mit einem Feld verbinden. Nein, sie muss verstehen, dass sie das Feld ist. Sie muss ein Denken, ein Divine Design Denken annehmen können, wo sie nicht glaubt, sie muss sich mit einer Kraft außerhalb von sich verbinden. Sie muss verstehen, dass sie die Kraft ist und dass sie diese Göttlichkeit ist, und zwar ohne Wenn und Aber. Und Göttlichkeit heißt, ich bin perfekt ohne Wenn und Aber. Ich muss mir keine Gedanken machen über Vergangenheit, über Anforderungen, über Denkmuster. Ich muss da rausspringen aus meinem alten Seinszustand, Bewusstseinszustand und aufgehen in dem Zustand des, es ist alles in Ordnung, es ist alles perfekt, es gibt keinen Fehler, es gibt keinen Mangel. Aber das verstehen die wenigsten, weil auch die wenigsten, ich weiß nicht, ob es außer mir jemand so klar und deutlich sagt, um was es da geht. Es geht um den Seinszustand einzunehmen und nicht um ein Feld, sich in ein Feld zu verbinden, sondern um in einem Bewusstseinsfeld aufzugehen, das sich nach Liebe anfühlt. Für uns hier, unser Human Design, fühlt sich das an wie Liebe. Aber ich kam da auch nie rein in diese Liebe, diese bedingungslose Liebe. Und ich habe immer gedacht, ich muss alles lieb haben, bis ich kapiert habe. Ich muss einfach nur anerkennen, ich bin in Ordnung, ich bin gut, ich bin fehlerfrei, ich bin gut genug, es gibt, ist an mir nichts falsch. Und dann geht mir das Herz auf und ich kann mein göttliches Design lieben. Und das ist eben keine, an keine Bedingungen geknüpft, an nichts geknüpft, sondern einfach nur an ein Bewusstsein. Ich bin göttliches Design, ich bin perfekt, es ist nichts falsch an mir, es war nichts falsch an mir jemals, außer das Denken, das mir gegeben wurde von der Gesellschaft, das hier gelebt wird im menschlichen, begrenzten, beschränkten, an Materie geknüpften Denken. Und das sagt Dr. Joe Dispenza auch. You have to be bigger than your body. Mind over matter. Ja? Mind, das heißt Denken außerhalb materieller Bedingungen, außerhalb von Grenzen. Energetisches Denken heißt Mind over matter. Und Body heißt nicht nur Körper. Body ist jede Form. Body ist jedes Objekt auf Englisch. Das heißt, ich muss lernen zu denken außerhalb von Zeit, Form, von Body und von Ort. Und das heißt es, nobody, wenn er sagt, du musst niemand werden. Du musst ein Bewusstsein werden. Aber welches Bewusstsein? Göttliches Bewusstsein, dir muss klar werden, dir muss bewusst werden, dass du Gott bist, dass an dir nichts falsch ist, dass deine Vorstellung Gott ist und dass deine Vorstellung von dir eine falsche ist, wenn sie aus Mangel, aus Krankheit, aus Unterdrückung, aus Kleinheit, aus nicht gut genug, aus Verletztheit und aus Ärger besteht. Und du musst größer sein als dieses Denken. Du musst größer denken, du musst energetisch denken, du musst unbeschränkt denken und bedingungslos denken. Aus einem Ich bin Divine Design.
An mir ist nichts falsch. An meinem Leben ist nichts falsch. Ich bin nicht falsch. Nur mein Denken ist falsch. Und mit diesem Bewusstsein musst du dich verbinden. Mit diesem Bewusstsein musst du eins werden. Und das will Dr. Joe Dispenza mit seiner Arbeit erreichen. Nur wenn dein Hirn, wenn dein Verstand, wie das bei mir auch war, als ich diese Arbeit verzweifelt und vergebens versucht habe, wenn das Hirn, wenn der Verstand, wenn die Basics nicht da ist, wenn du nicht weißt, worum es geht, wenn du nicht weißt, was die Wahrhaftigkeit ist, was das Feld ist, dann funktioniert es nicht. Und dann wartest du auf eine, wie nennt sie das hier, auf ein Update. Das Update kommt nur, wenn dein Körper es begriffen hat und so denkt und fühlt und sich verhält. Und es ist kein Rauschen, es ist keine Krankheit. Und weißt du, wie viele Updates, weißt du, wie viele Dr. Joe Dispenza Influencers oder überhaupt Bewusstseins-Shifts in meinen Coachings passieren? Unendlich viele, immer wieder. Und manchmal ist es halt so krass, diese Entladung dieser scheißgeballten Energie, dieser verdammten Fehlinformationen im Kopf, weil man plötzlich krass loslassen kann und einfach wirklich einsteigen kann in den Seinszustand. Oh mein Gott, es ist alles richtig an mir. Eine riesengroße Erleichterung und der Körper lässt auch Energie los. Aber das braucht es nicht. Es ist keine Voraussetzung. Nichts ist eine Voraussetzung. Keine Reaktion ist eine Voraussetzung. Die einzige Voraussetzung ist, dass du anerkennst, wer du wirklich bist und aus diesem Wissen heraus denkst, logischerweise fühlst und dich verhältst, dich selber siehst, dich selber reflektierst. Und solange du noch irgend solchen Quatsch, der an Hand von Zusammenhängen und Logik versucht dir zu erklären, was du zu tun und zu machen hast. Wenn du daran versuchst rumzuknabbern, dann bist du auf einer unendlichen Reise, wirst nie irgendwelche Updates kriegen, weder körperlich noch emotional noch mental, weil du auf dem falschen Dampfer bist. Du kannst aber sofort einsteigen in dein göttliches Design, indem du dein Human Design Denken sterben lassen kannst, indem du weißt, dass es Blödsinn ist, auch nur eine Sekunde daran zu glauben, dass irgendetwas mit dir falsch ist, irgendetwas nicht gut genug ist, irgendetwas will, dass du leidest, irgendetwas will, dass du zu wenig hast, dass du irgendwo im Mangel bist. Nichts auf dieser Welt will das. Du machst es selber, weil du dich noch nicht gelöst hast vom mangelhaften Denken. Und ich weiß, es ist schwierig zu verstehen, aber genau aus diesem Grund wiederhole ich mich hier auf meinem Kanal, in meinen Coachings, in meinen Teachings, in meiner Facebook-Gruppe immer wieder von 100.000 anderen Aspekten, wo du verstehen musst, was der Unterschied ist von menschlichem Design, beschränktem Mangeldenken und göttlichem Design, ein Denken in Energie, in Unendlichkeit, in Bedingungslosigkeit, ohne Logik und ohne Zusammenhänge. Das sind meine Teachings. Die müssen klar werden. Diese Foundation brauchst du. Und das ist genau das, was mir gefehlt hat. Darum habe ich mich und viele, viele andere Menschen, die keinen Erfolg hatten mit Dr. Joe Dispenza, nicht weil er irgendwas falsch macht, sondern weil sie es nicht verstehen konnten, um was es wirklich geht. Und ich konnte es auch lange nicht verstehen, um was es wirklich geht. Und deswegen gebe ich mir hier alle Mühe, alles so klar und so deutlich zu erklären, dass es Klick macht bei jedem Video, das du hier auf meinem Kanal siehst. Und dass es dann für dich in die Umsetzung geht, ins Training geht, in diesen Seinszustand, der dir von Gott gegeben worden ist, einzusteigen und dein Denken anhand dieses Seinszustandes auszurichten. Und ob du dann irgendwie Fieberschübe oder sonst irgendwas bekommst, das sei doch scheißegal.
Es geht darum, dass du weißt, wer du bist, dass du so lebst, dass du weißt, ich bin jeden Moment in absoluter höchster Ordnung und es gibt nichts, was falsch ist. Es gibt nur mein falsches Denken. Das ist der einzige Fehler, der in meinem Bewusstsein vorliegen kann. Ich hoffe, ich habe das klar ausgedrückt. Ich kann viele erreichen. Teil das diesen Leuten, die mit dir, Dr. Joe Dispenza, studieren. Sich die Zähne ausbeißen, weil sie die Basics, weil die Foundation nicht da ist, weil sie den Unterschied nicht verstehen zwischen Human Design vorprogrammiert, body orientiert, Form, Zeit orientiert und Human Design, Divine Design, wo göttliche Energie herrscht, das heißt göttliches Denken, göttliches Verständnis, göttliche Ansichten, göttliche Perspektiven und göttlich meine, mit göttlich meine ich fehlerfrei, fehlerfrei, fehlerfrei. Es gibt keinen Fehler, wenn du keinen siehst und keiner kann dich zwingen, Fehler zu sehen. In diesem Sinne, bitte teile dieses Video, kommentiere und like. Mach dich auf den Weg, mach dich unaufhörlich an die Arbeit. Es ist eine Reise bis zu dem letzten Tag in deiner körperlichen Form. Level up, level up, level up, level up, Seinszustand über Seinszustand über Seinszustand. Drehe deine Level up so schnell du nur möchtest. Alles ist schon da. Es ist kein Fehler. Es ist kein Mangel in der göttlichen Matrix. Und das muss dein menschenanalytischer Verstand verstehen. In diesem Sinne freue ich mich, dir gedient zu haben. Ich habe zwei Facebook-Gruppen, da kannst du einsteigen. Folge mir auf Instagram, Patricia Dender Official und mach die Arbeit, mach die Arbeit. Die Tools kannst du bei mir lernen. Entweder buchst du dir ein Gespräch. Oder du kommst in meine Rising Up Mastermind, wo es turbomäßig Level Up in deinen Seinszustand geht, wo du gesund, glücklich und absolut erfüllt bist, ohne Mangel an Gesundheit oder Finanzen, weil das ist alles für dich so gedacht und du musst nur drauf kommen, wie du die Person sein kannst, als die du wirklich gedacht bist. Bye bye und bis bald.